Heute, meine Freunde, ist es soweit. Der Postbote war die letzten Tage überaus fleißig, hat mir Felgen gebracht und einige andere Spielereien. Und ja, die KTM wird heute eine fucking Supermoto, Freunde. Als allererstes müssen wir erstmal hier noch ein bisschen Kühlwasser nachfüllen. Der frisst schon wieder ganz gut was weg. Und ja, dann treffe ich mich mit Luca. Dann geht's zur Werkstatt. Ja, Freunde, Motorrad Selbsthilfe Altona hier am Start. Mega cooler Laden. Ist auf jeden Fall wichtig, sag mal, wenn man ein bisschen was Größeres vorhat, dass man auch vernünftiges Werkzeug am Start hat und alles. Hier drin ist es warm. Und jetzt können wir das Baby hier ein bisschen schick machen, oder? Ihr seht, wir haben hier einiges am Start an Teilen. Jetzt soll es aber erstmal mit dem Supermotorumbau losgehen. Dazu haben wir hier die Felgen. Uff, Junge, Junge. Was ist passiert? Studio. Mir ist gerade beim Schneiden nochmal aufgefallen, für alle, die es jetzt interessiert. Diese wunderschönen Felgen bekommt ihr bei mir im Online-Shop. Lieferzeit ungefähr eine Woche. Verfügbar für alle gängigen Supermotos, lieferbar in allen möglichen Farbkombinationen. Schaut einfach mal rein. Link habe ich euch unten in die Beschreibung getan. Ihr wisst Bescheid. Viel Spaß weiter mit dem Video. Das sind doch mal Felgen, oder? Oh, hier. Danke. Und da kommen jetzt diese wunderschönen Reifen hier drauf. Ganz ja, nicht dumm. Ja, warte. Was meinst du? Kein Weiß, aber irgendwas. Ne, ich wollte die Schwinge eh noch pulvern. Genau, wir haben jetzt das alte Kettenrad wieder benutzt. Die Bremsscheibe benutzen wir auch. Ich denke mal, Kettenrad kommt noch ein anderes hin. Wahrscheinlich noch eine andere Übersetzung und irgendwie steiles Goldenes oder so. Bremsscheibe hinten auch wieder benutzt. Die ist noch gut. Vorne machen wir gleich eine neue dran. Das würde ich euch auch echt empfehlen, da nicht mit der originalen Enduro-Bremse auf der Straße rumzufahren oder Supermoto, weil die wird halt, gesehen davon, dass sie zu wenig Bremsleistung hat, wird die auch echt zu heiß. Also, wenn da die ganze ganze Bremse heiß läuft, dann kann halt ganz schnell mal der Bremsbock weg sein. Das würde ich auf jeden Fall nicht riskieren. Ich glaube, wir müssen auch gleich noch hier was ausschneiden, ne? Damit der Reifen da reinpasst. Oder passt es bei der 18er? Weiß ich nicht. Schwierig. Also bei mir hat es gepasst. Aber es ist halt auch eine 16er, ne? Ja, werden es gleich sehen. So, jetzt geht's los hier. Nächstes Paket wird ausgepackt. Da ist sie drin, meinst du? Nein. Wuff, Junge. High Performance Brake Power. Mit ABE sogar. Wir sind komplett legal unterwegs hier. Denkt auf jeden Fall auch dran, euch neue Schrauben zu besorgen für die Kettenräder und die Bremsscheiben.
So dass ihr nicht wie wir jetzt die alten wieder verwenden müssen. Stück weiter nach rechts. Die haben eine Supermoto gebaut, oder was? Supermoto gebaut, Alter. Feier mal ein bisschen, wenn du noch mal irgendwas Lustiges. Ich könnte ausrasten, Alter. Guck dir diese Felgen an, Junge. Das ist wirklich richtig hässlich. Sieht so krank aus. Den goldenen Speichennippel, Alter, die Flasche mich wäre völlig weg. Guck dir mal die Bremse an. Ja, was ist das? Ein Monster. Kann man schon mal machen. Kann man auf jeden Fall schon mal machen, ja. Krank, einfach. Ja, genau, dann ein paar Swipes noch hier für einen kleinen. So, auf jeden Fall keine Ahnung, wie lange das Video jetzt geworden ist. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut, beziehungsweise wir gehen jetzt schön noch was essen. Und ja, wie wir die restlichen Teile anbauen, das seht ihr dann am nächsten Video. Mach mal ihn hier noch. So, meine Freunde, wir sind immer noch in Altona, für euch ist ein paar Tage später. Wir haben im letzten Video die Karre auf Supermoto umgebaut. Alter, ist das Ding fresh, oder? Jetzt wollen wir sie noch ein bisschen schick machen. Teile sind am Start. Und das wird heftig. Das wird richtig heftig. Was geiler ist, ich sehe es vorher. Also ich sehe es vorher. Ja, ist voll, wie du die Kamera, wie du mit der Kamera umgehst, Digga. Willst du nicht auch YouTube machen? Nee. Oder deine Vorgesetzten wahrscheinlich nicht so gern sehen beim Bond, oder? Jetzt steht das gute Stück schon hier, nackt wie es geboren wurde. Wir haben noch, boah, wir haben nicht mal mehr eine Stunde Zeit, Digi. Meint ihr, wir kriegen das alles zusammen? Okay, ich würde sagen, es ist Zeit, um die Pakete auszupacken. Fast schon wie ein bisschen Weihnachten. Okay, ihr seht schon, schwarzer Plastiksatz am Start. Und darauf freue ich mich ganz besonders hier. Fangen wir mal hiermit an. Das müsste jetzt hier die Tankverkleidung sein. Weil ich hatte echt keinen Bock auf irgendwie einen weißen Tank oder so. Puh. Uff. Wie Weihnachten, Alter. Krank. Geht das an? Geisteskrank. Okay, wie Weihnachten, man ist enttäuscht immer, egal was kommt. Carbon-Tankverkleidung passt nicht, okay. Wir machen irgendwas falsch, aber ich glaube, es passt einfach nicht, oder? Da kann man ja nicht viel falsch machen. Dann versuchen wir immer zwischendurch wieder rauszumachen wegen Akku. Dann hauen wir jetzt erstmal den Plastiksatz ran. Meinst du eigentlich, die Werkstatt gehört uns alleine hier? Ja, oder? Hi. Oh, Junge. Schade, dass es nicht geklappt hat mit den Carbon-Verkleidungen am Tank. Wenn das Weiß jetzt hier noch weg gewesen wäre, das wäre noch mal ein Stück nicer gewesen. Aber Jungs, Mann, das ist ein asoziales Bike. Jetzt müssen wir schnell zusammenräumen hier und dann geht's noch was essen.